Ja, und damit herzlich willkommen zurück hier bei der zweiten Halbzeit des Viertelfinales. Oh, ein K.O. hat sich erholt bei den Gegnern, bei mir leider nicht. Wir sind jetzt im Angriff und brauchen unbedingt einen Touchdown. One team's got some early knockouts back. Both teams are on edge. This kick is crucial. So, ist unser Werfer ist nicht hier. Unser Werfer kommt jetzt mal, ne, nicht gegen Blitzer, hier gegen Feldspieler tauschen wir den. Und mit dem tauschen wir den und den stellen wir dahin. So sieht das doch schon ein wenig besser aus. So. Kurz offensiv, bla bla, und ab geht's. I think we could say that this weather is certainly changing, Bob. Wetterwechsel. Like I said earlier in the season. Okay, fangen, abfangen, aufheben, minus 1. Stops this kind of malarkey. Aha, Twerper has the answer, Bob. Galloping Gourmet says that the paladins have prayed to their goddess, the lady of the locker room bath, and she's blessed them with favorable weather. Oh, enough will give me strength. They're getting up close and personal. Erstmal hier ein bisschen versuchen, die Leinen auseinanderzureißen. Smell your breath and see the dead insects in your teeth. Unity is strength. Auch Chaos! Ich brauch Tote! Ja, gelähmt ist auch schon mal ein guter Anfang. That's quite a mismatch, Bob. I know. That weedy fella's gonna get splatted. Oh, I'm excited, Jim. Pech gehabt. Dann haust du halt keinem auf die Fresse. Nee, der hat ja Ringen. Hey, da muss ich mich echt dran gewöhnen. Jetzt hätte ich fast schon wieder zu schnell geklickt. Zerquetschen? Nein, der muss auf jeden Fall da stehen bleiben. So, dann versuchen wir jetzt mal, Fänger da zu positionieren, dass der Werfer aufheben kann. 50% nur als Werfer. Boah, das ist verdammt wenig. Ja, wir müssen es versuchen. This guy is the best player for the job. What could possibly go wrong? Kurzer Pass, 50-50. A quick pass here should do. Ballgefühl. Ja, sehr schön. Miserable day. This weather is getting me right down. Okay, weiter geht's. And a pass as well. Yeah.
Okay, der Kollege blitzt. Oh, und direkt. Er kriegt keinen Wiederholungswurf. Mann, wie dumm bist du denn? Ich verstehe es nicht. Soul-crushing reality of their lower class, or are they actually zombies? Quite probably both. If the rumors in the Necromancer's broadcasting circle are to be believed, there's a new zombie formula, extracted from nightmare flora found deep in Sylvania. Apparently, they're quite a handful in their own right. Giant plants with big, venomous fangs. Which would you prefer to fight? Nein. Plants or undead? Komm, der muss ja wohl jetzt raus. It's gotta be Blood Bowl. Yes. Mach's gut. Ist tot. Oh, und die treten noch drauf, ey. Autsch. Bisschen assi. So, dann gehst du nochmal zurück. Ich könnte mir eigentlich hier so eine kleine Line aufstellen. Wo ich dann schon mal in die Richtung ich gleich schon mal laufen könnte. Das wäre eigentlich nicht so verkehrt. So, dann kannst du nämlich jetzt quasi dich auch ein bisschen hier an die Front begeben, beziehungsweise im nächsten Zug erst ein bisschen mitmischen. Was ist das? Feldspieler. Einwurf. Zwei. Fight can be so overrated. There's always room in sport for a scrap like this. Oh, that took my mind. That's quite a mismatch, Bob. I know. That weedy fella's gonna get splatted. Oh, I'm excited, Jim. Ich hab noch einen Wiederholungswurf, dann wage ich es mal. Oh, ja, sehr gut. Weg. Ich hab schon geblitzt die Runde. Ach ja, da. Okay. Prozent ist ein wenig zu wenig. That's a solid formation. I want to see the opposing team have a go with the ball now. Probier's. Ja. Wenn ich ihn leider nicht ins Ausschieben kann. Aber so geht's auch. Der zweite Tote schon, ey. Was ist denn das für ein krasses Match hier? Ah, er hat den Apotheker benutzt, okay. Graz. So, dann ist der Zug beendet. Zeigt mal, was ihr könnt. Stehen alle auf, aber keiner blitzt oder attackiert. Im Gegenteil, der blitzt sogar in die andere Richtung, anstatt zum Ballträger. Och, ja, jetzt übertreib's halt mal. So close to a world of hurt.
Der steht schlecht da. Oder liegt schlecht da. Okay, also schauen wir mal weiter. Was machen wir jetzt? Wie weit kommt der hier? Der kommt schon fast bis in die Endzone. Weg mit dir! Hier meine zwei mitziehen lassen. Man weiß ja nie, was noch passiert. Hat man eben gut gemerkt. Das war in der letzten Folge. So, mit dem Rest können wir jetzt eigentlich noch ein bisschen auf die Kacke hauen. Ne? 72% faul. Könnten wir noch ein bisschen erhöhen. Gehen wir mit dem. Da hinlaufen und hier attackieren. Safety in numbers. With arms like tree trunks. There's only going to be one result in that spot. Sehr schön. Du kommst vor. Du bist schon groß und stark. So. Den stellen wir hier hin. Verdammt, der ist ja jetzt. Der ist ja in einer Tackle-Zone, deswegen hilft der gar nicht. Egal, wir versuchen faul. Okay. Jo, hat doch gut geklappt. Zu beenden. Ab geht's. Kleiner Lutscher. On the edge of the field there, within grasping range of the fans. Aber eigentlich gut. Alles noch im grünen Bereich. Der ist auch in einer dreifachen Tackle-Zone. Das heißt, der kriegt gleich mal schön die volle Breitseite. Und zwar, welcher ist besser? Ah, der hier hat rasend. Das ist eigentlich besser. Less pressure on the Sehr schön. Und dann machen wir jetzt den Touchdown. Touchdown! Something worth talking about. There's only so much in Jim's small talk I can take. Oh, die werden ja ganz feucht, nass. Sehr gut. Jawoll, die Gegner bleiben alle draußen. Ah ne, doch, steht auf. Verdammt. Jetzt hab ich mich schon so gefreut. Jo, wir lassen diese Aufstellung.
Strike back would be terrible. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch 4 Züge lang verhindern. Okay, also er springt nur beim Kickoff in eine andere Richtung. Das ist eigentlich relativ egal. Und wie gesagt, wir müssen jetzt nur noch 4 bzw. 5 Züge verhindern, dass die Gegner einen Touchdown machen. Das werden wir wohl hinkriegen. Die sind eh, glaube ich, in der Unterzahl durch den einen Toten und einen Verletzten. Oder? Ne, da haben sie bestimmt Austauschspieler jetzt nach dem Kickoff bekommen. Egal. Den Ball will anscheinend. Ah, doch, den Ball will doch jemand nur. Yes, they picked up the ball. Whoopie-dee-doo. So, und das war dann auch schon das dritte Viertel des Viertelfinales hier. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie das Spiel zu Ende geht, dann schaut auch morgen wieder rein. Ich würde mich auf jeden Fall drüber freuen. Bis dahin, bleibt cremig. Tschüssi.